Hey Leute, nehmt eure Kekse aus der Dose, denn Flauschi ist wieder da. Ha, Lialo Leute, und heute haben wir wieder was sehr, sehr Spannendes vor. Aber bevor ich euch verrate, was heute alles Spannendes passiert, ich habe nämlich einen geheimen Anruf bekommen von einer geheimen Person, Leute. Um herauszufinden, wer die Person ist und was die Person von mir wollte, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Aber jetzt haben wir erstmal ein paar andere Sachen zu tun, denn wie ihr seht, ist direkt vor meiner Nase so ein großer Kopf. Von, wir gucken uns das an, das ist auf jeden Fall Gumbo und Gumbo kennt die Proportionen von einem Minecraft-Kopf anscheinend nicht, deswegen sieht er ein bisschen komisch aus und da oben auf der Nase steht auch ein Schild, wir fliegen da direkt mal hoch und gucken uns an, was da steht. Da steht, meine Bewerbung als Officer Gumbo Praktikum. Das ist aber keine gute Bewerbung, sage ich euch ehrlich, deswegen würde ich sagen, machen wir die Bewerbung erstmal weg, weil das ist ganz schön, das verschändelt ganz schön unsere Stadt. Und dann, Leute, wisst ihr, wie es abläuft? Gumbo hatte schon mal eine Anzeige von der Mädchenstadt, weil er die Statue von Candy verschändelt hat. Und jetzt hat er auch noch das Polizeipräsidium selbst, also verschändelt, hässlich gemacht, geprankt. Und deswegen müssen wir ihn dann natürlich direkt nochmal für vorladen. Letztes Mal hatte er 15 Hafteinheiten bekommen. Das waren 15 Sekunden. Und dieses Mal werden es sogar 30. Weil das eine wiederholte Straftat ist. Aber das werden wir gleich alles in einem Brief zusammenfassen. Und deswegen reiße ich das jetzt erstmal ab. Das sieht nämlich ganz schön schlecht aus. Und die Bewerbung ist übrigens auch nicht angenommen. Falls Gumbo das hier jetzt gerade sieht. Mann ey. Ich habe doch so viele andere Sachen heute zu tun, Leute. Es wird echt ein stressiger Tag. Deswegen muss ich mich jetzt hier erstmal kurz beeilen. So, Leute, das wäre jetzt schon mal abgerissen. Jetzt müssen wir uns noch einmal kurz ein Buch suchen, dass wir Gumbo auch die entsprechende Anzeige schreiben können. Mann, eigentlich habe ich dafür gar keine Zeit, aber was muss, das muss. Und die ganzen Sachen muss ich auch noch mal aus meinem Inventar wegräumen. Den ganzen Beton hier, was soll das denn? Und das Holz auch weg. Okay, Leute, dann kann es jetzt auch losgehen. Warte, hier den schwarzen Beton noch weg. Okay, jetzt kann es wirklich losgehen. So, hier schreiben wir jetzt rein. Das ist wieder eine Vorladung. Vorladung. So. An. Doppelpunkt. Gumbo. Und ich schreibe das jetzt einmal und dann gebe ich euch Bescheid, wie der Text am Ende ist. So, Leute, ich habe jetzt geschrieben, hallo Gumbo, Sie haben erneut eine Straftat begangen, weswegen wir Sie erneut aufs Polizeipräsidium der Mädchenstadt einladen müssen. Sie müssen innerhalb der nächsten 24 Stunden dort erscheinen oder Ihnen blühen erneute Strafeinheiten. Da es sich um Vandalismus handelt, wären dies 15 Strafeinheiten. Aufgrund der wiederholten Straftat wird das Ganze verdoppelt und weil es sogar Vandalismus eines Staatsgebäudes war, in Klammern das Polizeipräsidium der Mädchenstadt, kommen nochmal 5 Einheiten obendrauf. Damit wären wir bei 35 Strafeinheiten. Bitte melden Sie sich so schnell wie möglich mit freundlichen Grüßen. So, dann schnappen wir uns direkt eine Kiste, platzieren die bei Gumbo. Wir brauchen noch ein Schild, wir haben hier sogar noch ein Star. Wir werden das Ganze auf jeden Fall pink färben. So, und dann geht's auf zu Gumbos Haus. Das geht nicht, Leute, dass Gumbo hier einfach irgendwas hier baut und verschändelt und was weiß ich. Schon das zweite Mal. Er ist also ein wiederholter Straftäter. Das geht gar nicht. Deswegen die erneute Einladung. So, hier auch direkt die Kiste. Dann das Schild. An Gumbo. Sehr dringend. So, dann das einmal hier rein. Und einmal hier farbig machen. So, was könnten wir dann noch erledigen? Oh, was macht diese Laterne hier? Naja, egal. Genau, Leute, wir haben noch einige Vorbereitungen zu treffen. Und die erste werde ich jetzt direkt machen, denn ich werde ein Geschenk vorbereiten. Denn wir haben heute einen Gast, der uns besuchen kommt. Und für diesen müssen wir uns auf jeden Fall einmal ein Geschenk vorbereiten. Denn das ist ein sehr, sehr, sehr besonderer Gast. Die Person war auch schon mal hier. Und deswegen müssen wir jetzt was vorbereiten. Einmal werden wir jetzt eine Schalker-Kiste lila einfärben. Und die werden wir jetzt befüllen. Das ist jetzt quasi das Geschenk. Und wir werden da einmal ein paar Blumen reinmachen. Immer schön so lilane Blumen und sowas. Dann machen wir noch ein paar rosane Blütenblätter. Einfach so zum Füllen hier rein. Und jetzt können wir 3 krasse Items da reinmachen. Denn 3 Plätze sind hier noch frei. Dann gehen wir direkt einmal zu meiner Enderkiste und gucken, was wir da so finden, was wir da reinmachen können.
Die Enderkiste ist nämlich hier ganz oben, so. Dann gucken wir mal. Wir könnten theoretisch einen Netherite-Barren reinmachen. Theoretisch sogar zwei. Kommt, Leute, wir machen zwei rein, weil wir so nett sind. Und dann gucken wir mal hier noch rein. Ja, was können wir von hier noch reinmachen? Sie brauchen natürlich... Oh, jetzt habe ich es verraten. Die Person braucht natürlich auch noch ein zweimal Schmiedevorlagen. Da muss ich einmal kurz mit den Diamanten nach unten gehen. Und das Ganze duplizieren. Moment, ich nehme den Rest einfach mit. So, und dann machen wir das unten. Und dann wäre das Geschenk auch schon fertig vorbereitet. Ich bin echt gespannt, was die Person nachher dazu sagen wird. So, dann brauchen wir hier noch zwei Netherracks. Dann geht das nämlich so, so und einmal und noch ein zweites Mal. Oh, tauscht. So, perfekt. Dann haben wir jetzt hier zwei Stück. Die zwei machen wir hier hin, dann rechts und links. Und somit wäre das Ganze erledigt. Dann rollen wir die Dias und die Schmiedeauf-Vorlage wieder nach oben in meine Enderkiste. Und dann sind wir auch schon bereit. Ich warte auf noch einen kleinen Anruf von der Person, dass sie dann gleich kommt. Und dann sind wir auch schon bereit und können das Ganze übergeben. Ich bin echt gespannt. Ein paar andere Leute werden auch noch kommen. Also Nina, Ben und so, die werden alle, glaube ich, auch da sein. Um die Person zu begrüßen, vor allem Elina. Denn die Person wird unter anderem, die kommt extra, um die Mädchenstadt anzugucken. Das heißt, schreibt in die Kommentare, wer ihr denkt, das ist. Es ist eine geheime, geheime Person. Und da sehen wir uns gleich wieder, wenn die Person am Start ist. So, Leute, ich habe jetzt die Nachricht bekommen, dass die Person da ist. Und sie soll vor den Paulberger Hills auf uns warten. Deswegen würde ich sagen, fliegen wir da direkt einmal hin. Und dann gucken wir mal zusammen, wer das ist, Leute. Ich weiß es ja schon. Ihr wisst es noch nicht, aber ihr werdet es gleich rausfinden. Und zwar hier bei der Candy-Statue soll sie warten. So, Moment, wir gehen einmal hier. Da steht schon jemand. Hallo. Hallo. Hallo, Mama. Hi, Flauschi. Hi, Flauschi. Was geht ab? Ah, alles gut. Bei dir, was geht? Du warst ja schon vor lange nicht mehr hier. Ja, echt? Hm. Ja, hatte keine Zeit, weißt du? Weißt du, aus welchem Grund du heute hier bist? Nein, erzähl mal. Ich möchte dir meine eigene Stadt zeigen, weil ich habe mittlerweile meine eigene Stadt hier auf der YouTuber-Insel. Wow. Die Mädchenstadt. Wow. Cool. Da dürfen nur Mädchen rein. Da darf ich ja rein. Ja, und das ist heute auch der Plan. Aber zuerst zeige ich dir alles. Komm mal mit. Ja. Denn die ist hier relativ in der Nähe sogar. Einmal. Du hast keine Elytra, oder? Nee, leider nicht. Schade, ich habe auch irgendwie... Oder vielleicht auch Gott sei Dank. Ja, da wärst du bestimmt nur gegen eine Wand geklatscht. Einmal mitkommen. So sieht's aus. Hier entlang. So, Achtung. Du weißt ja, ich bin nicht so schnell. Ja, beeil dich einfach ein bisschen. Hallo? Kannst auch sprinten. Versuche ich. So, einmal hier entlang. Hast du noch den Dreizack? Ja. Mit dem könntest du auch fliegen. Mit dem kann ich doch nicht umgehen. Ja, das stimmt. Bitte? Egal. Ja, ich komme. So, hier entlang. Achtung, Loch. Uiui. Hier lang. Ups. Oh. Jetzt bin ich in einem Loch gelandet. Ah, einfach auch das kleinste Loch hier. So, also nach links. Konzentration. Ja. Und jetzt hier hoch. Weiter geht's. Achtung, hier ist nochmal ein Loch. Kann ich da drüber springen? Ja. Uiui. Wow, richtiger Profi bist du. Guck mal, siehst du da vorne die rosanen Bäume? Ja, das ist meine Stadt. Boah, oder was auch sonst, pink. Ja, Flauschi mag pink und Dinosaurier-Skin. So, und da sieht man auch schon meine Kirche, aber wir laufen da jetzt mal hin. Normal, wo bleibst du denn, Mama? Ja, lauf doch noch schneller. Normal fliegen wir da immer hoch, aber weil du keine Flügel hast, müssen wir jetzt gucken, wie du da hochkommst. Aber ich denke, das sollte schon kriegen hier. So, einmal hier hochkraxeln. Früher oder später schafft sie es, Leute. Oh, hier. Frech. Hey. Ja. Und dann noch einmal hier nach oben. Und gleich haben wir es geschafft. Yay. So, wir starten hier bei... Ah, nee, wir starten... Mach deine Augen zu. Lauf weiter geradeaus, okay? Okay. Noch nicht gucken. Nein. Komm. Wie weit? Ja, viel weiter. Weiter, 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 geradeaus. Weiter. Ja, bisschen nach rechts. Au. Nicht so viel. Wieder nach links. Jetzt geradeaus. Sehr gut. Weiter, weiter, weiter. Und jetzt einfach springen. Springen, springen, springen. Okay, jetzt kannst du deine Augen wieder aufmachen. Wir sind hier in der Dorfmitte, in der Stadtmitte.
von der Mädchenstadt. Oh, wie schön das aussieht. Ja, hier haben wir ein Netherportal und einen schönen Brunnen. Und hier ist dann das Rathaus von der Mädchenstadt. Wo bist du? Ja. Ah, da. Hallo. Hier ist das Rathaus. Das ist noch nicht... was für schöne Banner. Ja, die habe ich gemacht. Das sind mit Herzchen. Mädchenbanner. Cool. Und hier sind ein paar Büros und ja, hier kann man sich anmelden, wenn man hier einzieht und sowas alles. Okay, schön. Dann geht's hier weiter mit Komm, mitkommen. Hast du das Rathaus gebaut? Nein, das hat Elina gebaut. Okay. Dann haben wir hier hinten unser Sniffer-Gehege und da sind Jungs verboten. Sniffer, die sind ja so süß. Ja, wir haben ganz viele davon. Ich mach schon, alles gut. Okay. So, hier haben wir unsere kleinen Sniffies. Die sind richtig riesig eigentlich. Ja, klein. Der heißt Sniffy. Ja, und der ist falsch rum. Wo? Hier hinter dir. Ja, der hier ist falsch rum. Och, der Arme. Das ist aber unbequem. Ja, ist nicht so oder schlimm. Oder merkt er das nicht? Der merkt das nicht. Dann haben wir hier nicht nur Sniffer, sondern auch Elinas Froggy. Hallo, Froggy. Ja, und das ist alles cool. Hier im Sniffer-Gehege. Dann kommen wir hier auch schon wieder raus. Raus. So. Und? Du ist meine Sicht ein bisschen eingeschränkt hier. Wie meinst du? Ach, ich weiß nicht. Ich kann nicht so weit gucken. Okay, dann geht's hier nach oben. Okay. Hier haben wir, wie man da auch groß lesen kann, auf deiner rechten Seite die Polizeistation. Braucht man das hier? Ist das so gefährlich? Ja, Gambo saß schon mal im Gefängnis. Echt? Ja. Warum? Was hat er gemacht? Der hat die Statue von Candy umgebaut. Der hat eine große blaue Nase dran gebaut. Das ist Vandalismus. Genau. Das hätte ich auch bestraft. Dann haben wir hier den Empfang. Hallo? Hier kannst du eine Anzeige machen zum Beispiel. Ja, im Moment weiß ich aber kein Delikt zu berichten. Dann musst du einmal hier rein. Und hier geht's nämlich noch die Treppe hoch. Okay. Hier sind nämlich Büros. Hier ist eine blaue Laterne. Hier sind noch ein paar Büros, wo Leute arbeiten können. Und dann geht's natürlich zum spannendsten Teil, und zwar unser Keller mit den Zellen. Oh, wo Gambo drin saß? Ja. Saß der in so einer Zelle? 15 Hafteinheiten hatte der. Ja. Das ist aber ganz schön viel. Ja, 15 Sekunden sind jetzt nicht so lange. Ich war das. Oh, bist aber ganz schön streng. Hier sind die Zellen. Hier kann man auf den Knopf drücken und dann können die da rein. Okay, wenn ich da jetzt drauf drücke, dann... Dann geht die Tür. Wenn du aber reingehst, dann kommst du nicht mehr raus. Na, herzlichen Glückwunsch. Aber du kannst ja von außen drauf drücken, oder? Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oh. Ich hab Mama eingesperrt. Tschüss, Mama. Hey. Jetzt kommst du raus. Gut. Okay, dann geht's jetzt weiter. Weil jetzt kommt was Spannendes. Mein Haus nämlich. Okay. So, rauskommen. Lass mal sehen. Ja, bin da. Es wird dunkel. Ich hab Angst vor Monstern. Ja, ich erledige die. Okay. Aber das passt ganz gut, weil mein Haus sieht hübsch aus, wenn es dunkel ist. Das da oben ist nämlich mein Haus hier. Boah, ist das groß. Ja, das ist drei Stockwerke. Drei Stockwerke. Und wir können uns das hier drinnen auch direkt mal angucken, weil wenn wir drin sind... Oh, das sieht voll schön aus hier, dieses Vordach. Danke. Cool. So, reinkommen. Schuhe ausziehen, bitte. Muss ich echt jetzt meine Schuhe ausziehen? Nein, das war ein Spaß. Hier unten ist meine Küche mit Esszimmer. Hier sehr schön, du stehst auf dem Tisch, geh da runter. Ja, mein Ofen, hier habe ich ein paar Fässer. Aber das macht Spaß. Hey, geh runter von meinem Tisch, Mama. Füße runter vom Tisch. Okay. Dann haben wir hier oben haben wir noch einen kleinen Bereich. Hier ist mein Büro. Hier schreibe ich immer, nehme ich immer meine YouTube-Videos auf. Hey, was machst du in meiner Kiste? Guck da nur rein. Wie kriege ich die wieder zu? Der Escape. Okay. Dann habe ich hier ein Sofa. Kann man sich entspannen. Gemütlich. Ja, hier oben. Soll ich da mal draufklicken? Kannst du machen. Wow, du hast ein Achievement bekommen. Warte, ich kann auch schlafen. Aber wir brauchen drei Leute. Ich glaube, drei Leute schaffen wir jetzt nicht, dass die schlafen gehen. Nee, das glaube ich auch nicht. Okay, dann stehen wir halt wieder auf. Guck mal, hier sind Herzen oben drinnen in den Rahmen. Oh ja, cool. Hm. Und dann gehen wir hier nochmal nach oben, die dritte Etage. Mensch, da verläuft man sich ja fast. Und hier ist mein Schlafzimmer. Hier ist Moos. Oh, schön. Ja. Oh, cooles Bild. Ja, bei mir sieht das ein bisschen anders aus als bei dir. Okay. Ich hab nämlich so ein Texture Pack drin, dass meine Bilder schöner aussehen. Ach so.
So, und jetzt gibt's noch eine letzte Etage, und zwar mein Keller, da ist mein großes Lager. So, noch weiter hier runter. Hier ist mein großes Lager, hier nehme ich mir immer alle meine Sachen, womit ich baue. Hast du da keine Angst, dass dir einer was klaut? Nein. Schön beschriftet. Ja. Oh. Alles schön einsortiert. Ja, das war's von meinem Haus. Ganz toll sieht es aus. Richtig schön. So, und natürlich passend... Viel pink, aber sonst... Ja, hast du was gegen Pink? Nein. Dann haben wir nämlich hier noch ein letztes Gebäude. Und zwar ist das unser Bauernhof. Oh, wie süß. Und hier pflanzen wir zum Beispiel Kartoffeln und Weizen an. Okay. Oh, warte mal. Candy schreibt mir gerade. MSG Candy. Ja, komm zum Bauernhof. Candy kommt kurz vorbei. Oh, schön. Und dann haben wir hier drinnen noch ein paar Kühe und meine ganzen Hühnchen. Haben die keine Namen, die Kühe? Nein, die sind nur zum Essen da. Brauchen die Hühner nicht eigentlich einen bestimmten Quadratmeter Platz? Ja, warte, ich helfe da mal kurz nach. Dann haben die ein bisschen mehr Platz. Das ist nur gut für die. So habe ich das eigentlich nicht gemeint, aber ja. Brauchst du was zu essen, Mama? Ich habe goldene Karotten. Okay. Ich gehe kurz das Essen hier einsammeln. So. Ein Stack gebratenes Hühnchen haben wir jetzt. Wieso hallo? Ist das schon gebraten? Weil ich Feuer auf meinem Schwert habe. Hallo! Hallo, Candy! Hallo, Flauschis Mama! Hey! Hi, Candy! Hey, was geht? Flauschis Mama, hey, Flauschis Mama, hallo! Und, wie geht's? Hallo, Flauschi. Hey, hallo, Flauschis Mama, yeah! Hallo Flauschi, hallo. Flauschis Mama, ich hab eventuell etwas für Sie, Flauschis Mama. Okay, was? Und zwar habe ich hier ein Geschenk! Oha! Oha! Das ist kein weißer Block, da kann man rechtsklicken, das ist eine Kiste. Ja. Flauschis Mama-Kiste, wie klasse ist das denn? Ja, sehr cool. Oh, ich hab TNT. Oh, und ein Feuerzeug dazu, Candy. Warum schenkst du mir ein Feuerzeug dazu? Ja, sie ist ja alt genug. Die kann doch mit dem Feuerzeug hier umgehen und mit TNT. So sieht's aus. Spreng Candys Haus. Hä, wer? Oder die Statue. Nein. Mama, nimm doch mal da so eine Chorusfrucht und iss die mal. Die sind sehr lecker und nahrhaft. Na. Iss sie mal. Passiert doch irgendwas. Ach, da passiert gar nichts. Einfach mal essen. Flauschi, weißt du, wie das geht? Oh ja. Okay. Nicht auf die Kiste, Mama. Jetzt in die Luft gucken. Ja? Jo, guten Appetit. Oh. Ciao. Jetzt ist sie weg und sie wird nie wieder kommen. Ich bin hinter dir. Das hat ja super geklappt. Da sind auf jeden Fall noch mehr Früchte drin. Ja, das ist super. Wenn ich mal schnell weg muss, esse ich da eine. Dann habe ich noch Diamanten reingepackt, 3 Stück. Boah. Ja. Und ein Löwenzahn habe ich auch mitgebracht. Und Diamanthelm und eine Schaufel auch mit dabei. Super. Dankeschön, Candy. Und, das ist aber nett. Was macht ihr hier gerade? Seid ihr hier gerade am Farmen? Ich zeig Mama gerade meine Stadt. Der Bauernhof hier. Ja. Okay, cool. Ja. Flauschis Mama, wo wohnen Sie denn, damit ich da mal ab und zu Briefkasten auch was reinwerfen kann? Ich wohne hier nicht. Hä? Wie? Ich habe kein Haus. Flauschi! Ja? Was Bett ist das für eine Gastfreundschaft? Ich wollte Mama jetzt gerade... Ich wollte sie gerade in unser Hotel bringen. Kein Hotel. Der Mitarbeiter im Hotel ist ein bisschen komisch. Aber gut, Leute, ich hau wieder ab, ja? Ja, okay. Tschüss, Candy. Danke dir. Mama, das kannst du mit einer Spitzhacke abbauen. Dann kannst du das mitnehmen und das Zeug bleibt in der Kiste drin. Einpacken? Okay, dann eine letzte Sache haben wir noch. Ja? Weil ich habe letztens ein Hotel gebaut. Musst du hier zumachen? Nein, komm mit. Ich habe ein Hotel gebaut und da darfst du jetzt erstmal unterkommen. Weil ich habe noch eine Überraschung für dich die nächsten Tage. Ja. So, dann müssen wir einmal... Ach, und die Kirche habe ich dir auch noch nicht gezeigt. Uiui, wir haben noch viel zu tun. Ja, dann lass uns zuerst... Wir gehen zuerst zum Hotel. Okay. So, und zwar haben wir hier... Also praktisch ist das jetzt Hotel Mama, ne? Ja. Weil nur du da drin wohnst. Genau. So, das hier ist unser Hotel. Das ist eingebaut in die Klippe. Oh. Guten Tag, herzlich willkommen im Mädchenhotel. Mama, komm schnell. Hier ist schon der Mitarbeiter. Hallo, guten Tag, herzlich willkommen im Mädchenhotel. Herr Rezeptionist. Ja. Kann ich denn hier wohl unterkommen und ein bisschen wohnen? Ich schaue nach, ob wir ein Zimmer frei haben. Zimmer 1, Candy. Okay.
Ich schaue oben einmal, hier unten leider alles belegt. Das hier unten. Candy kennt sich hier gar nicht aus. Das ist ein Restaurant hier unten. So, entschuldigen Sie. Leider sind wir vollends ausgebucht. Candy, wir hätten aber noch was frei. 2025. Passt Ihnen das? Okay, dann tschüss. Na, tschüss. Candy, was machst du? Das stimmt nicht. Mama, komm rein. Ich schau nochmal nach. Ich hab extra. Ja, ich hab schon irgendwie. Zimmer 1 ist reserviert von Flauschi. Ist das die Reservierung? Ja, das ist die Reservierung. Dann einmal bitte folgen, bitte einmal mitkommen. Jawohl. Zeigst du meiner Mama bitte die Vorteile hier? Hier ist das Restaurant. Die Vorteile sind ein Restaurant, haben wir hier einmal. Wir haben hier Kisten, die man selber auch benutzen kann. Zimmer 1 ist die obere Kiste hier. Genau. Hier, Zimmer 1 ist die obere Kiste. Und jetzt geht's zum Zimmer sogar einmal. Ja. Mitkommen bitte! Bitte hier oben! Genau, hier ist Zimmer 1 einmal mit einem Balkon, Riesenzimmer, Doppelbett, Balkon und Doppelbett. Drei Betten. Nein, das ist ein Sofa. Das ist aber schön. Auch nochmal ein Balkon. Ja, gut, dann wünsche ich allen viel Spaß. Ciao. Tschüss, Candy. Danke, Candy. Ciao. Wow, schön chillig hier draußen. Ja, hier kannst du dich hinlegen, kannst die schöne Aussicht genießen. Und das ist jetzt dein Zimmer, weil ich habe die Tage eine Überraschung für dich, okay? Okay, gerne. Und so lange musst du hier drinnen wohnen. Okay, das passt für mich. Okay, dann... Was ist das für eine Überraschung? Das kann ich dir noch nicht sagen. Warum nicht? Als Geheimes. Aber ich habe noch ein Geschenk für dich. Und zwar weiß ich, dass deine Lieblingsfarbe lila ist. Und deswegen habe ich dir eine lilane Kiste gemacht. Und da sind Sachen drin. Weißt du, was das ist? Das habe ich schon mal gehört, da kann man seine Rüstung so aufdingsen. Ja, da kannst du die nämlich zu Netherite machen, weil du hast jetzt gerade eine Dia-Rüstung. Ja. Und die beste Rüstung ist diese schwarze, die ich anhabe. Und die kannst du dir jetzt auch machen. Okay, und wie macht man das? Dafür musst du einmal diese roten mit dem blauen Pfeil musst du einpacken und die zwei Barren. Und dann müssen wir damit zu einem Schmiedetisch. Die Kiste kannst du hier drinnen stehen lassen, das ist ja... Ist ja dein Zimmer. Warte, ich schreibe hier mal eben besetzt vorne dran. Nicht, dass hier jemand noch eincheckt. So, dann die Treppe runter. Jupp. Und dann gehen wir einmal zu einem Schmiedetisch. Ich glaube, ich habe einen bei mir zu Hause. So. Bitte. Mitkommen. Renne wie der Blitz. Naja, eine Schnecke hier. in das zurück. So, hier entlang. Alles gut? Hast du einen Froschenhals? Ja. Nee, eine Schnecke. So, hier in meinem Haus müsste irgendwo ein Schmiedetisch sein. Wir müssen einmal kurz suchen. Zweite Etage vielleicht? Du kennst dich ja. Ja, hier ist einer. Kenne ich mich aus. So, jetzt musst du einmal zwei Teile nehmen, die du upgraden möchtest. Wie sieht das aus? Dieser rote hier. Ach, da oben. Aber erstmal musst du zwei Teile von deiner Rüstung ausziehen. Okay. Welche? Die Brust würde ich auf jeden Fall machen. Ja. Und das zweite darfst du dir aussuchen. Die Hose, oder? Ja, ist eine gute Idee. Und jetzt musst du das da reinlegen. Die Schmiedevorlage, den Barren und deine Brust. Das sind zwei Schmiedevorlagen. Wie kriege ich denn die da ineinander? Ist egal. Okay, ja, habe ich nicht geschafft. Schmiedevorlage, dann die Brust und dann ein Barren. Ja, und jetzt müsste da rechts dieses schwarze Rüstungsteil sein. Ja, dann kriege ich, da ist dann drauf Reparaturschutz 4 und Haltbarkeit. Ja, und das nimmst du da jetzt raus und dann machst du das gleiche nochmal mit der Hose. Okay, Schmiedevorlage, Hose, Barren. Sehr gut, und jetzt kannst du das anziehen. Oha! Oha! Das sieht richtig krass aus. Aber wie du siehst, weil ich ziehe jetzt mal meine Brust auch mal an, weil ich habe hier, ich habe ja so Verzierungen da drauf. Ich habe so lilanes Zeug drauf. Ja. Und das können wir für dich jetzt auch noch machen. Okay. Dafür müssen wir einmal nach hier oben. Ich muss mal gucken, ob ich hier drin was habe. Da muss ich einmal kurz gucken, wie ich das vermehren kann. Weil diese Schmiedevorlagen, diese roten, die du hattest, die kann man auch vermehren. Die sind richtig selten, die findet man nicht so oft. Okay. Aber wenn man Dias hat, dann kann man die vermehren. Warte mal hier runter. Wir können aber, glaube ich... Meine sind jetzt ja weg, oder? Ja, die werden verschwendet, aber ich habe immer eins auf Reserve. Das ist sehr gut. So, nach ganz unten. Ich glaube, mit Cobblestone macht man das. Ich hab
Reinkabel. So, und ich muss kurz einen machen. So. Dann muss ich hier das hier machen. So und so. Tauschen vielleicht? Ja. Perfekt. Was möchtest du denn für eine Farbe? Also, ich glaube, lila oder weiß würde am besten zu dir passen. Wie kann ich mich denn hier angucken? Eine 5. Nee, da kommt was anderes. Ja, dann egal. Weiß oder lila? Lila hast du, ne? Ja. Dann nehme ich, glaube ich, weiß. Okay, dann... ich habe nicht so viel weiß. Du kannst eins weiß und eins lila machen. Ah, okay. Okay, damit komm. Wir müssen wieder zum Schmiedetisch. Wieder nach oben. Und hier ist er auch schon. So, dann gebe ich dir die Sachen einmal. Und zwar brauchst du einmal das hier für lila, das hier für weiß und das hier für das Muster. Oh, warte, ich habe jemanden fliegen gehört. Naja, hier soll ich jeden Schmiedetisch wieder aufmachen. Dann musst du da... Achso, vorher deine Rüstung ausziehen. Die schwarze. Ja. Und jetzt musst du da dieses grau-blaue reinmachen, diese Vorlage. Dann dein Rüstungsteil und dann die Farbe dazu. Ah, ah, das da. Jetzt kannst du dir aussuchen, Brust. Ob die Brust lila oder weiß sein soll. Die Brust soll weiß sein. Da musst du da den Quarz reinmachen. Ich glaube, das sieht cool aus. Oha, und jetzt mit der Hose das Lilane. Diese Amethystscherbe? Ja, genau. Hose, okay, Achtung. Dann zieh das mal an. Achtung und... Down. Oha, die Brust sieht cool aus. Oha, ja, das sieht weiß, echt krass aus. Ja, ja. Müssen ja, die ja. Leute noch mal in die Kommentare schreiben, wie die das finden. Aber echt? Ich finde, es sieht sehr, sehr cool aus. Okay, Mama, dann würde ich sagen, gehst du mal wieder in dein Hotel zurück und alles klar. Ich hole dich dann ab die nächsten Tage, wenn deine Überraschung fertig ist. Okay, super. Vielen Dank, dass du mich durch deine Stadt geführt hast. Sieht ganz gerne. Toll aus. Dann, ja. Tschüss. Tschüss. Wir sehen uns später. Ja, weißt wo du? Muss ich denn jetzt hier lang? Einfach nach unten und dann rechts. Oh. Tschüss. Tschüss. Okay, Leute, das war ja ein voller Erfolg. Ich werde auf jeden Fall jetzt die nächsten Tage meiner Mama ein Haus bauen. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr cool werden. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, schaltet doch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr die Rüstung von meiner Mama jetzt findet und wie ihr es findet, dass meine Mama in die Mädchenstadt zieht. Checkt mich auch gerne auf Instagram und auf TikTok ab. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Tschüss, ciao.